Don't be scared. We see the stars. I'll take you there. But first, baby girl, I need you to drop it low. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Spieler Predictions in FIFA 16 bzw. FIFA 17 sind wir schon mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Freunde, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Freunde, dann legen wir auch gleich los. Vorab wollte ich mich nochmal herzlich bedanken auf oder für das Feedback auf die letzten beiden Folgen. Die sind ja richtig gut angekommen. Lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen da, wenn ihr mehr von den Spieler-Predictions sehen wollt. Also gönnt euch da auf jeden Fall richtig. Wenn wir wieder 2500 Likes schaffen könnten, wäre das auf jeden Fall richtig, richtig fresh. Haut in die Tasten. Ich weiß, ihr seid eine aktive Community. Wir schaffen auch in, ja, 3-4 Tagen ungefähr die 100.000 Abonnenten, Freunde. Ich bin richtig gehypt. Ist jetzt gerade schade, dass ich keine Facecam habe. Sonst würdet ihr sehen, wie aufgeregt ich bin. Aber es wird auf jeden Fall richtig nice. Auf jeden Fall geht auch wieder richtig Props. Ein großes Dankeschön geht an meinen Designer raus, denn den musste ich heute richtig quälen, dass er das noch heute fertig bekommt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe den um 15 Uhr oder 16 Uhr angeschrieben. Ey, mach mal schnell meine Designs. Oh, da hat er mir auch gerade geschrieben, mach mal meine Designs fertig. Ich brauche die bis 19 Uhr fürs Video und er hat es tatsächlich geschafft. Vielen, vielen Dank an meinen Designer. Super Arbeit wieder gemacht. Schaut auf jeden Fall bei ihm auf Instagram vorbei. Ich finde, was er da macht, lasst dich auf jeden Fall sehen. Richtig, richtig cooler Typ und die Sachen sind auch echt gut geworden. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an ihn. Er hat natürlich auch das Thumbnail gesagt. Ihr wisst, ne, meine Thumbnails, die sind nicht so schön. Also vielen, vielen Dank an meinen Designer nochmal. Gönnt euch auf jeden Fall. So, Freunde, schauen wir uns den ersten Spieler an und das wird kein geringerer als Mario Götze sein. Der hat eine sehr, sehr durchwachsene Saison bei Bayern München gespielt. Ist jetzt zurückgekehrt zu den Borussen aus Dortmund, seinem Herzensverein, den er vor 3 Jahren im Sommer auch verlassen hat. Damals für, ich glaube, 35 Millionen Euro oder 39, irgendwie sowas um den Dreh. Ist zu den Bayern gegangen als absoluter Wunschspieler von Guardiola. Der wollte ihm zum Messi 2.0 machen als hängende Spitze. Das hat gar nicht funktioniert. Dann ja, hat Guardiola ihn überall mal spielen lassen. Links außen, rechts außen, falsche Neun. Das hat alles nicht geklappt, auch in der Nationalmannschaft. Er spielt einfach nicht seine Stammposition. Der Junge muss auf der 10 spielen. Dann hat man doch gesehen bei Dortmund, wie krass der auf der 10 sein kann. Auch im ersten Bayernjahr hat er ja eben auch öfters mal als Zehner gespielt. Und da war er auch wirklich richtig gut. Ich verstehe es nicht, warum die Leute den, beziehungsweise die Trainer den immer auf so komischen Positionen ausprobieren. Lass den Jungen auf der 10 spielen. Und wenn die das nächstes Jahr machen bei Dortmund, dann wird er auch wieder klasse Leistung zeigen. Trotzdem musste ich ihn downgraden, ganz klare Sache. Er hat eine schwache Saison gespielt. Deshalb habe ich ihn jetzt hier auch Gesamtrating um 1 runtergemacht. Nochmal minus 1 Pace, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, weiß ich nicht, weil er einfach nicht so schnell ist. Schuss habe ich gleich gelassen, denn torgefährlich ist der Junge. Aber passen und dribbeln, da mussten wir auf jeden Fall runter, denn da war er dieses Jahr absolut nicht konstant und deshalb auch nochmal ein kleines Downgrade bei den Physikwerten, weil ich finde ihn physisch einfach nicht stark. Er ist immer irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, er sieht nicht so wie so ein Sportler aus. Er sieht immer so ein bisschen pummelig aus, ist jetzt auch kein Hater an Götze. Ich finde ihn eigentlich, ich mag ihn, er ist ja mein Gesichtsbruder, ne? Er sieht ja fast aus wie ich oder ich wie er. Aber keine Ahnung, ich finde, er sieht nie so richtig fit aus, zumindest in den letzten Jahren nicht. Von daher auch doch da mal ein Physik-Downgrade. Ich hoffe aber, dass er nächstes Jahr wieder richtig gute Leistung bringt, denn das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler und ich hoffe, dass er wieder richtig durchstartet, denn das ist einfach ein Zukunftsspieler. Das ist so schade, wenn so ein Talent weggeworfen werden würde. Deshalb, komm Junge, Götze, zeig mal nächstes Jahr. Du bist ein guter Spieler, ich will da was von dir sehen. Also Junge, mach hinne, aber jetzt erstmal Downgrade von mir. So Freunde, Spieler Nummer 2 ist André Apfelschürle. Dem habe ich ja so ein kleines, aber feines Upgrade gegeben. Gesamtrating bin ich gleich geblieben bei 80. Er hat jetzt kein schlechtes Jahr gespielt bei Wolfsburg. Die Hinrunde war er natürlich jetzt nicht so gut. Aber in der Rückrunde war er wieder ganz in Ordnung und ist jetzt zurück nach Dortmund gegangen. Was heißt zurück zu Dortmund? Zurück zu Tuchel gegangen, den er ja noch aus Mainzer Zeiten kennt. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass er nächstes Jahr echt gut wird. Wobei ich bei Dortmund vorstellen könnte, dass er eher als Stürmer bzw. als Rechtsaußen spielt. Da Linksaußen wahrscheinlich man weiterhin mit Marco Reus spielen wird, wobei der ist ja auch sowieso einmal pro Saison immer safe verletzt, von daher wird er vielleicht auch links spielen. Ich habe ihm hier ein kleines Upgrade gegeben bei Tempo und bei Schießen, weil ich ihn da deutlich gefährlicher finde als 89 und 81. Dribbling habe ich ein kleines Downgrade gegeben, da ich ihn dribbeltechnisch nicht so stark finde und bei Passen auch ein kleines Downgrade, da ich ihn da einfach nicht so stark finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ein kleines Downgrade für Schürrle. Trotzdem finde ich, ist es overall immer noch ein relativ guter Spieler. Also passen, dribbeln und Physik ein bisschen runter, dafür Tempo und Schießen hoch, weil ich finde, in seiner letzten FIFA-Karte wurden nicht so seine Qualitäten deutlich. Ich finde, er ist auch eher ein Linksflügelspieler als ein Linksmittelfeldspieler. Er ist halt mehr torgefährlich, der selbst den Abschluss sucht
und eben nicht so ein passstarker, dribbelstarker Spieler. Ich finde, Schürrle hat seine Stärken einfach in einem anderen Bereich. Bin mal gespannt, wie er unter Tuchel wieder spielt. Da war er ja auch eher ein Stürmer, genauso wie bei Bayer Leverkusen. Also da darf man gespannt sein. Ich bin sowieso total gespannt, was Dortmund nächstes Jahr macht. Da sind super interessante Spieler dabei. Und ich hoffe auch, dass Schürrle wieder richtig durchstartet, denn ich fand ihn vor allem 2014 in dem WM-Jahr sehr, sehr stark. So, noch zwei Dortmund-Spielern machen wir jetzt im Revier weiter, und zwar bei einem Neuzugang von Schalke, und zwar Naldo, sehr überraschend gekommen von Wolfsburg zu den Königsblauen. Heidel hat da echt gute Arbeit geleistet und dafür meiner Meinung nach einen richtig guten Innenverteidiger an Land gezogen. Man musste ja Martip irgendwie ersetzen und hat jetzt, finde ich, mit Naldo einen echt guten Spieler geholt. Trotzdem würde ich ihn auf jeden Fall downgraden, er hatte nicht ein wirklich gutes Jahr bei Wolfsburg. Davor war er natürlich in dem Jahr, wo Wolfsburg Vizemeister geworden ist, einer der Schlüsselspieler. Er hat auch wieder gute Leistungen gezeigt in der Champions League und dann nachher in der Europa League. War das in der Europa League bei Wolfsburg? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall hat er da irgendwo mal zwei Kopfballtore in einem Spiel gemacht. Das war, meine ich, gegen ManU. Ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr komplett sicher. Ich will da jetzt auch keinen Unsinn erzählen. Trotzdem, er ist sehr torgefährlich. Er ist kein schlechter Verteidiger. Aber man muss ihn einfach downgraden. Er wird jetzt 34, meine ich. Oder ist schon 34. Bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Und deshalb muss man da altersbedingt ein bisschen runtergehen. Ich bin vor allem bei Tempo runtergegangen, bei minus 4, weil er einfach jetzt auch eine sehr, sehr lange Zeit verletzt war. Schießen habe ich so gelassen, passen auch. Aber Dribbling habe ich auch noch so gelassen, aber eben Verteidigung, Physis und Tempo muss runter. Einfach weil er meiner Meinung nach kein 85er Rating mehr gerechtfertigt. Das ist 2 höher als Hövedes und nur 1 niedriger als Hummels momentan. Also da ist für mich das 85er Rating nicht ganz gerechtfertigt. Von daher könnte ich mir ein 83er, vielleicht auch sogar 82er Rating vorstellen. Alles andere wäre ein bisschen zu hoch, da jetzt das letzte Jahr einfach ein halbes Jahr verletzt war und das andere halbe Jahr jetzt nicht überragend gespielt habe. Deshalb 82 oder 83, denke ich, wäre für Naldo gerechtfertigt. Trotzdem könnte ich mir noch vorstellen, dass der 1-2 Jahre auf richtig gutem und hohem Niveau auf Schalke spielt. Ich hoffe es zumindest. Ist ein interessanter Spieler, man wird sehen, aber ich glaube 83 ist erstmal fair. So, Freunde, nächster Spieler, den wir hier am Start haben, und das ist Douglas Costa. Und der hat eine richtig gute Hinrunde gespielt und dann finde ich eine katastrophal schlechte Rückrunde, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe den in der Hinrunde gesehen, ich war begeistert, ich dachte mir, holy shit, Bayern, 30 Millionen, die haben den geholt, alle haben sich gedacht, 30 Millionen für Douglas Costa, was ist los mit euch? Und der hat 10 Spiele gemacht und bewiesen, dass das absolut wert ist, aber dann in der Rückrunde, vor allem in der Champions League, hatte der meiner Meinung nach Spiele dabei, wo ich mir dachte, was ist mit ihm los? Da ist kein Pass angekommen, da ist keine Flanke angekommen, da waren die Dribblings teilweise echt ziemlich, ziemlich schwach. Und trotzdem will ich ihm hier ein Upgrade geben auf 84, einfach weil die Hinrunde bei ihm brachial gut war. Trotzdem ist er dann in der Rückrunde ein bisschen abgefallen. Ich habe mich jetzt hier für ein 84er Gesamtrating entschieden. Tempo bin ich noch ein bisschen hochgegangen, Schießen habe ich so gelassen. Passen auch nochmal um 2 hoch auf 81, Dribbeln auch nochmal hoch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn in der Rückrunde ziemlich schwach fand. Also zumindest im Vergleich zu seinem Niveau von der Hinrunde. Und bin deshalb auch mal sehr, sehr gespannt. In der Hinrunde hat er wirklich von seiner Schnelligkeit gelebt und von seiner Explosion im Antritt, dass er wirklich von 0 auf 100 beschleunigen konnte in wenigen Sekunden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass vor allem in der Rückrunde dann die Abwehrspieler sich darauf eingestellt haben und wussten, wie sie gegen ihn verteidigen müssen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil er in der Rückrunde echt meiner Meinung nach wirklich ziemlich schwach war im Vergleich zur Hinrunde. In der Hinrunde hat er super viele Vorlagen gemacht, war auch torgefährlich, aber in der Rückrunde, keine Ahnung, hat er mir nicht so gut gefallen. Ich glaube trotzdem, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist und man kann auf jeden Fall auf ihn zählen. Ich bin mal gespannt, was er nächstes Jahr leisten wird, aber ich glaube 83 oder 84, ich habe ihm jetzt hier ein kleines Upgrade gegeben, wird er auf jeden Fall bekommen und ich bin mal gespannt. Freunde, kommen wir zur letzten Karte und das ist die absolute Monsterkarte für diese Episode, und zwar Robert Lewandowski. Der Typ war dieses Jahr unglaublich. Ich sag mal so, gegen Wolfsburg 5 Tore in 9 Minuten oder so. Das war so ein krankes Spiel, ist Torschützenkönig geworden, völlig verdient und ist meiner Meinung nach der zweitbeste Stürmer der Welt. Nach Luis Suarez ist es der zweitbeste Mittelstürmer. Ich finde ihn noch einen Ticken besser als Higuain, aber einen Ticken schlechter als Luis Suarez. Trotzdem ist es ein wahnsinnig guter Spieler. Bayern kann so froh sein, den damals ablösefrei bekommen zu haben. Der Typ ist ein absolutes Monster. Ich habe mich hier für ein Upgrade entschieden auf 89er Gesamtrating, also nochmal plus 1. Er hat ja ein Winter-Upgrade bekommen. Ich bin im Tempo auf jeden Fall nochmal hochgegangen auf 82 Pace. Ich finde ihn in FIFA ein bisschen zu langsam. In Real Life ist er echt deutlich schneller, muss man sagen. Das ist ja auch einer der Sachen, die ihn auszeichnen. Dribbling habe ich so gelassen. 85 geht meiner Meinung nach in Ordnung. Schießen muss aber nochmal hoch auf 89. Der ist einfach ein Monster vorm Tor. Der macht super viele Dinger rein. Passen auch nochmal hoch auf 76, da er eben auch, vor allem in Kombination mit Müller, viel vorbereitet.
Da muss man ihm auch hier nochmal ein Upgrade geben. Und bei Physik habe ich ihm auch nochmal ein Upgrade gegeben. Dribbling und Defending habe ich erstmal so gelassen. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es mit Lewandowski dieses Jahr weitergeht. Ich hoffe, er kann an seine Leistung anknüpfen. War auch in der Champions League wieder brachial wichtig für die Bayern unterwegs. Lewandowski und Müller könnte ein echt gutes Sturmduo wieder werden nächstes Jahr, vor allem unter Ancelotti. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall würde ich Lewandowski 89er Rating geben. Warum nicht 90? Ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass Suarez nur ein 91er Rating bekommt. Und ich finde, Suarez und Lewandowski sollten doch zwei Ratings auseinander sein, da Suarez nochmal deutlich, deutlich besser war in der Champions League und vor allem natürlich in der Liga. Er ist ja dieses Jahr Torschützenkönig in der Liga BVA geworden, nach etlichen Jahren, wo immer Messi oder Ronaldo, dieses Jahr war Suarez. Von daher würde ich Suarez zwei Ratings höher als Lewandowski einstufen. Ich glaube, meiner Meinung nach wäre es am fairsten, wenn Suarez vielleicht 92 bekommt und Lewandowski 90. Da ich aber nicht glaube, dass Suarez ein 92er Rating bekommt, würde ich sagen 89 für Lewandowski und 91 für Suarez. Aber vielleicht sehen wir uns da in einer anderen Prediction, wenn ich die BBVA-Spieler mache. Ich würde sagen, das war es jetzt nämlich erstmal für die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es so war. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Spieler ihr als nächstes sehen wollt. Wir haben es ja gerade mal angeteasert. Vielleicht ein bisschen BBVA-Special. Ronaldo, Messi, Ibra. Ja, wobei, das ist nicht BBVA. Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar. Was auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal raus. Hoffe, es hat euch gefallen. Grüße nochmal an meinen Designer. Hat wirklich wieder gute Arbeit gemacht. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Morgen gibt es wieder Karriere.